Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Medieval Dynasty. So, ich bin ja positioniert gewesen. Und wie laufen deine Übungen? 100 Münzen. So, jetzt müssen wir Alvin besiegen. Journal, Alvin. Erreiche Punkte 64. Puh. Mit drei Pfeilen? Der ist ja witzig. Das war daneben. Sprich mit haben wir gewonnen? Nee. Nee, ich will nur meine Pfeile haben und dann gehe ich weg. Da ist nur einer. Der letzte, der war gut. Aber wir haben trotzdem verloren. Komischerweise haben wir 200 Gold bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh nee. Okay, ich habe dich gerade gewundert. Ach nee, 200 hier Ruf haben wir bekommen. Hier, genau. Tja, okay. Was haben wir denn noch für Aufgaben gehabt? Ach ja, wir mussten ja Leute anwerben. Wir gehen mal zu Borovo. Gehen mal rüber zu Borovo. Und versuchen da mal wen zu belatschern. Ich glaube, den können wir erstmal wieder weglegen, den Bogen. Und sagen wir es auch schon bald rum. Wollte ja eigentlich noch Beeren sammeln, aber das mache ich. Wahrscheinlich, also in Real Zeit, hätte ich beinahe gesagt, im Real Life Freitag. Heute ist Donnerstag, wo ich das aufnehme hier. Moment, nehme ich täglich einmal auf, statt vorzuproduzieren. Das passt von der Zeit her besser. So. Schauen. So, gucken, ob wir wen ansprechen können hier. Blanka, wer war denn jetzt? Ah ja, okay. Sie ist in Crafting ganz gut. Wenn das das Symbol ist. Nee, das ist nicht das Richtige, was ich sagen will. Nee. Die beiden hübschen auch, ja. Gervazzi. Der ist hat 60. Immer die falschen Fragen. Mathilda. Entschuldigung, ich kenne dich nicht. Naja, dann nicht. Ich wollte noch mal kurz Hühnerstall. War noch 93,2. Ja, das dauert noch ewig. Das sowieso.
gucke gerade mal so ein bisschen. Rattenfalle. Für Rattenfleisch. So hier. Mine. Da fehlt uns auch noch einiges. Terne können wir dann bauen. Wo ist Ressourcenlager 3? Was war dann da? Ach, da können wir dann Palisaden bauen. Grabungsschuppen. Die können wir schon bauen. Wozu ist der? Grundlegender Bau. Das ist für Ton wahrscheinlich und so. Standfackel. Ich will mal kurz nochmal was schauen. Wir können ja noch 6 Gebäude bauen. Das muss ja dann bei einer Tongrube sein, nehme ich mal an, ne? Aber wir haben ja noch nicht, wir haben ja noch keine Leute, dann wollen wir das doch noch nicht bauen. Ich gehe nochmal wieder zurück hier. Können wir nochmal ein bisschen mit unserem Bogen rumfuchteln. Ich bin der Meinung, wir haben schon mal einen gebaut, kann das sein? Das habe ich wahrscheinlich vergessen. Können wir mal versuchen, irgendwas zu erlegen. Können jetzt ja noch mal auf dem Weg nach Baranica machen und auf dem Weg vielleicht mal was jagen. Kann ich nämlich off-cam vielleicht auch noch ein bisschen jagen und ein paar Beeren sammeln. Beeren mit E, nicht Bären. Bären vielleicht auch, mal gucken. Ich weiß nicht, ob auf der Seite Beeren sind. Bären. So. Ich keine Tiere. Na gut, so laut wie ich trampel, haben die wahrscheinlich schon kilometerweit gehört, dass da wegkommt und nichts Gutes im Sinn hat. Baranica. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber ich gehe mal davon aus. Ja, wir gehen mal hier lang. Ah ja, da ist es ja schon. Sitzen sie doch schon und warten sehnlichst darauf, dass sie jemand mitnimmt. Ingrida. So. Schönes Wetter. Oh, ha, schön. Aber auch wieder nur eine Frage, die sie beantworten möchte. Oder die ich, eine vernünftige Frage, die ich stellen kann. Sagen wir mal so, schönes Wetter. Hey. Klatsch und Tratsch wollen wir mit dir nicht bereden. Das mögen die Leute hier nicht, das wissen wir ja. Oh, da kann man ja hochgehen. Ist ja witzig. Das war jetzt Zufall. Gibt es das an jedem Haus? Das ist eine Scheune, ne? Mal gucken, ob bei uns auch eine Leiter dran ist. Gehen wir noch mal kurz ein bisschen auf die Jagd oder so. Was haben wir denn hier so für Viehzeug? Oder wie geht... Nee, das ist... Nein, das können wir nicht machen. Einfach so auf ein Schaf schießen. Ich glaube, da machen wir uns total sehr unbeliebt mit.
Wir können ja mal nach Baranica gehen. Das müsste hier da hinten, ich sehe es schon. Vielleicht finden wir auf dem Weg hier was. Da müssten ja auch Leute sein, die man anwerben kann. Machen wir mal eine kleine Dorftour heute. Durch unser zukünftiges Reich als, was weiß ich, Landgraf oder so. Keine Ahnung, was wir dann werden. Wir müssen auch immer noch eine Dynastie gründen. Wir haben noch keine holde Frau gefunden, die uns genehm ist und uns einen Erben schenken würde. Verlaufen. Nee, da. Oh, Gott sei Dank. Kleines Dörfchen. Da sitzt nur eine Person. Es sieht sehr schön aus hier. Eigentlich ist das ja nur ein Hof, ne? Ganz klein. Aber rundherum Zaun. So. Also, wer möchte die zwei? Wen haben wir denn hier? Rassimir. Ach, das gibt's ja nicht. Ein Namensvetter. Na, der muss doch gut drauf sein, wenn wir den jetzt ansprechen. Moment. Ich weiß es nicht. Was ist das für eine? Jagen 2, 3. Wir können ja mal ansprechen. Plus 5. Plus 5. 60, immerhin. Na gut. Drogomir. Mhm. Halt, wir gucken vorher mal. Was hat der bei der Jagd? Auch 3. Mhm. Wir können es ja mal versuchen. Plus 5. Schönes Wetter. Plus 5. Na gut, auch 60. Zweimal geht nur. Okay. Schade, ich dachte, jetzt haben wir aber hier schon mal so in dem ganzen Tal so viele Leute angesprochen. Wenn wir da das nächste Mal dann die richtigen Fragen haben, dann haben wir wirklich genug Leute, die wir zu uns schicken können ins Dorf, beziehungsweise die bei uns leben können. So, wo können wir denn noch hin? Da ist unser Dorf. Da haben wir noch was. Da können wir auch noch mal hinlaufen. Ist die Richtung so richtig? Das ist so ein Aussiedlerhof, würde ich auch mal sagen. Bogen in meinem Anschlag, als irgendwas kommt. Dieser Weg sollte uns direkt hinführen. Das war, glaube ich, auch so ein kleines Gehöft. Also nicht mal ein Gehöft, eigentlich nur ein Haus, glaube ich, mit. Da ist es doch schon. Wir gehen mal querfeldein. Naja, gut, so klein ist es auch nicht. Aber es hat halt keinen Namen, ne? Scheint eine Jagdhütte zu sein, ne? Mal gucken, wen wir hier so antreffen. Das finde ich sehr schön hier, ein riesen Feld. Schade. Hätte ja sein können, dass man es hier stehlen kann, in Anführungsstrichen mitnehmen kann. So, wer möchte denn hier mit? Da ist... Oh, Schweine. Schweinchen! Sie heißt... Dobrava. Ja, mal schauen. Auch eine hübsche. Ja, das ist aber nicht die richtige Frage. Mal gucken, was die für eine ist. Ja, Mining hätte ich beinahe gesagt und 3 Hühnerhüten und sowas. Schafe, Hühner, also
Die kann mit Tieren gut umgehen. Das Reh. Wow, das hat ja gut geklappt. Na gut, das reicht mir. Ich würde mal sagen, ich mache mal Schluss hier. Dann haben wir fast eine Runde gemacht. Ich würde mal sagen, vielleicht gehe ich off-cam noch nach Rolnica und dann quatsche ich da auch nur die Leute an. Vielleicht kriege ich das hin, dass ich da auch auf 60% komme, vielleicht sogar 70%. Und ja, mal schauen. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eine schöne Zeit bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.